Herzlich willkommen bei der Freitagsandacht. Naja, zumindest bei meinem Freitagsvideo. Es freut mich, dass du eingeschaltet hast. Und heute soll es darum gehen, dass ich nochmal darauf eingehe, was kann dir dieser Kanal bringen? Warum mache ich denn das überhaupt? Meistens gibt es 2 bis maximal 3 Videos in der Woche, aber 2 ist so der Durchschnitt und 3 mit der Astrologie dann dazu. Und was soll dir denn da vermittelt werden? Was soll es dir bringen? Die Grundidee ist von diesen ganzen Meditationen, die ich aufnehme, dass du Tools in die Hand bekommst, wie du dir selber hilfst, wie du selber in deine Kraft kommst, wie du selber in deine Klarheit, in deine Bestimmung kommst. Und ich merke auch, die Meditationen kommen immer besser an, werden super angenommen, habe da ganz tolle Feedbacks dazu und das freut mich auch. Also ich merke auch, dass die Community wächst. Es schauen sich immer mehr Leute die Videos an und was ich Feedback bekomme, profitieren auch viele davon. Und das ist auch mit ein Grund, warum ich das mache. Ich mache das eben, dass ich dir helfen kann, dass ich dich unterstützen kann. Nicht, weil ich jetzt so super erleuchtet bin, sondern einfach, weil ich manche Techniken selber gelernt habe, über die Jahre, die ich das jetzt schon mache, also über 25 Jahre, wo ich sage, das ist wirksam und das kann eigentlich jeder selber machen. Das geht ganz leicht. Da braucht man nicht unbedingt immer jemanden im Außen, sondern man kann sich ganz viel selber richten. Und ich bin eben der Meinung, also so, ja, selbst ist die Frau, selbst ist der Mann. Und deshalb stelle ich diese Videos regelmäßig zur Verfügung mit den Meditationen. Die Podcasts, so wie du das jetzt hörst oder das Wort zum Freitag, möchte ich jetzt ab heute dazu nutzen, dass du mir auch aktiv Fragen stellen kannst. Das heißt, wenn dich irgendwelche Fragen bewegen im energetischen Bereich oder auch im astrologischen Bereich, jetzt nicht persönlich, sondern allgemeine Fragen, Verständnisfragen, dann schreib es mir in die Kommentare, kontaktiere mich einfach und ich mache da gerne Videos drüber beziehungsweise beantworte natürlich auch gerne deine Fragen. Denn letzten Endes soll dieser Kanal und auch diese Gemeinschaft, diese Community dazu da sein, dass man sagt, okay, es sind bewusste Leute, es ist eine Kultur der Aufmerksamkeit, der Achtsamkeit und auch ja, der Achtsamkeit dem Leben gegenüber. Wo es jetzt gar nicht so darum geht, wo kommst du her, was machst du ganz genau, sondern es geht um die Energie, um die Lebensenergie. Und das ist eigentlich mein Metier und das ist mir auch wichtig, dass du deine Energie in Schuss kriegst, dass du im Fluss bist. Denn das ist kein völlig selbstloser Wunsch von mir, sondern wenn es dir gut geht, deinem Nächsten gut geht, geht's dann, wie gesagt, dann setzt sich das ja fort und dann haben wir im Gesamten eine Aufwärtsdynamik, gerade in einer Zeit, wo viele Unsicherheiten sind, wo vieles in Bewegung ist, ist mir das ganz, ganz wichtig, wo sich vieles so über dieses Online so, wo man bombardiert wird. Und deshalb möchte ich auch nochmal Danke sagen. Danke für deine Aufmerksamkeit, danke für deine Likes, dass du Abonnent bist, dass du dabei bist, dass du kommentierst, dass ich Feedback bekomme. Und das freut mich wirklich irrsinnig und da bin ich auch ganz, ganz dankbar. Aber letzten Endes soll es dein Kanal sein, sollst du dir was rausholen können aus dem Ganzen, sollst du Unterstützung für dich finden, wenn du das möchtest, im energetischen Bereich, auf eine klare, umsetzbare Art, auf eine geerdete Art. Das heißt, es geht jetzt nicht darum, dass man sagt, oh Gott, da muss man jetzt die Engel sehen oder sonst irgendwas, sondern einfach, dass man ganz klar und bewusst mit der eigenen Energie wirtschaften kann, haushalten kann und die dann auch natürlich aktivieren kann. Und deshalb mache ich das. Und das ist meine Passion, das ist auch mit so meine Berufung, dass ich das mache. Und darum bin ich froh, dass du dabei bist und dass du dir das auch anhörst. Zum Thema Passion, ich komme gleich zum Ende, zum Thema Passion. Im September startet der wahrscheinlich, sage ich jetzt einmal, letzte Live-Kurs, den ich machen werde, Ausbildung Mediale Energetik. Der startet diesen September und geht dann eben über das Jahr verteilt weiter, also bis nächstes Jahr, ein Jahr lang, wo ich noch einmal alles live unterrichten werde. Das heißt wirklich, wie siehst du die Aura, wie gleichst du die Chakren aus,
Karma lösen, Besetzungen lösen, fremde Energien, diese ganzen energetischen Techniken, auch das, was immer wieder da einfließt, jetzt in dem Kanal, bei den Meditationen, all das lernst du dann und kannst es dann für dich selber anwenden, für deinen Nächsten anwenden oder natürlich auch, wenn du ein Business starten willst, natürlich dann auch geschäftlich anwenden. Also im September ist nochmal die Chance. Ich ziehe diesen Kurs auch durch, komme, was da wolle. Also schau einfach auf meine Homepage, da ist das. Da sind die genauen Zeiten eingetragen, wie sich das gestaltet. Da gibt es auch dann gewisse Möglichkeiten, wie man das dann plant, auch finanziell. Und ich freue mich natürlich, wenn du dabei bist. Ich freue mich auch, wenn ich live wieder unterrichten kann, weil mir das einfach sehr, sehr wichtig ist, auch immer wieder. Ja, und ansonsten hoffe ich, wir sehen uns demnächst wieder oder hören uns demnächst wieder. Eine gute Zeit aus dem wunderschönen Linz. Dein Oliver Erni. Bis bald und danke fürs Dabeisein. Tschüss.